Willkommen an diesem wunderschönen Sonntag und wir sind in unserer Pirelli Hot Lab in Österreich. Wir werden das erste Mal heute in Autocross reingehen. Ich freue mich extrem. Österreich, immer eine tolle Stimmung, immer eine coole Action und vor allem, ja, gab es die letzten Jahre viel Red Bull da oben. Deswegen werden wir heute mit einem Ferrari auf jeden Fall an den Start gehen. Ich glaube mit dem Ferrari Monza. Das ist echt eine richtige Schnitte. Wir kommen jetzt mal rein. Es ist wirklich der Ferrari Roma, sorry, nicht Monza. Monza ist Cabrio. Das ist der Ferrari Roma. Und wir müssen im Autocross hier rangehen. Wir wissen seit dem letzten Mal, Autocross ist jetzt nicht so unseres. Aber wir starten hier mal rein mit dem dritten Gang. Oh, der jetzt. Boah, der Sound. Mal gucken. Wo sollen wir denn da hinfahren? Was ist denn das für eine Verarsche? Okay. 47 diesmal nur. Deswegen auch so schwierig. Keine Ideallinie. Ja. Das bockt hier in Österreich. Ja, das machen sie auch mit Absicht hier. Alter, Alter, Alter. Wow. Der Sound ist krank. Hochtourig lässt sich der echt. Also hochtourig, das ist natürlich untertourig. Ich habe das letzte Mal schon hochtourig gesagt, ich Idiot. Also den bekommen wir nicht, das gibt 10. Das ist jetzt echt schwierig, das Ganze zu. Das werden wir nicht schaffen können. Das wird nicht reichen, oder? Nie im Leben, wir haben noch 33 Sekunden. Wo geht das hin? Bis Startziel oder wohin? Ja, und jetzt natürlich hier noch so einen scheiß Slalom einbauen. Das wird wieder um die 10 Sekunden nicht reichen, oder? So. Das reicht. Das hat gereicht, Leute. Das hat mich gewundert. Oh, und wieder da drauf drückt, der Sound ist unnormal geil von dem Auto. Wirklich unnormal geil ist dieser Sound. Oh, Österreich, einfach eine der schönsten, geilsten Strecken generell. 10 Sekunden, trotz 10 Sekunden Strafe, konnten wir hier das einfach schaffen. Mit dem Ferrari Roma natürlich. Eine, ja, eigentlich eine schöne, ein schönes Auto auf jeden Fall. Sollte es auch bald im Lego geben, glaube ich, habe ich gehört. Und wir gehen hier rein. Abonniert natürlich gerne den Channel, kosten. Also in meiner Euphorie habe ich das ganz vergessen. Lasst gerne einen Daumen da. Wir werden das noch fahren und dann auch mit dem Roma noch das Rivalenduell, weil das konnten wir auch noch nie fahren. Schaut auch gerne auf insider-tov vorbei. Da gibt es vieles, vieles zum Formel 1 Rennen. Natürlich auch auf TikTok. Regen im Rivalenduell. Wird ziemlich spaßig auf jeden Fall. Jetzt kuppeln. Halten bis zum Start. Drehzahl erhöhen. Erhöhe die Drehzahl und halte sie. Was? Hä? Ich wollte doch Rivalenduell. Hä? Ah, Rivalenduell, Blödsinn, ich bin zu deppert. Ja, fahr doch mal im Regen, Alter, das ist so. Wobei der Roma lässt sich echt gut steuern. BWT, Change the World. Also viel BWT wird es dieses Jahr geben, auf jeden Fall. Ich nehme das natürlich zur Erklärung, es ist Mittwoch. Selena. So. Echt schon wieder so schwierig hier zu fahren. Bei den Verhältnissen ist das nicht so easy, das Auto auf der Strecke zu halten, generell. Ja, mein Auto ist fast abgehoben. Mehrere Verwarnungen, das wäre die zweite. Leute. Die zweite sind noch nicht mehrere, aber es ist echt schwierig, das Auto generell. Ich mag den Regen nicht und immer wieder dieser scheiß Regen. Ey, die Ideallinie geht sogar so weit neben die Strecke, also.
fuck you. Gut, 1,40 wird für eine 3,30 reichen. Okay, es droht Disqualifikation, Leute. Jungs, wir müssen aufpassen. Ich glaube, eine Verwarnung können wir uns noch leisten. Die wird jetzt vermutlich dann letzte Kurve gehen. Also es muss jetzt eine saubere Runde auf jeden Fall sein. Sag ich, ja, hier haben wir die Verwarnung auf jeden Fall nötig. Die ist weit oben. Aber es wird reichen. Das war echt knapp. Das war sehr knapp. Ja, Ferrari, das war nicht der Roma, aber der Ferrari hat es auch in sich auf jeden Fall. 3 Sekunden. Oh, shit. Kings and Queens. Und es geht noch einmal nach Frankreich. Und morgen oder die nächsten Tage wird es dann auf jeden Fall wieder woanders weitergehen. Aber ich möchte noch einmal kurz hier das Rivalenduell uns angucken. Und zwar heißt es, mach dich auf den Duell mit einem einzigen Gegner in einem gleich schwierigen Fahrzeug gefasst. Wir müssen also 3 Versuche überstehen. Einmal dürfen wir vor ihm starten, einmal neben ihm und dann einmal hinter ihm. Das ist der unfassbar geniale Sektor 2. Jo, das könnte eine Verwarnung sein. Okay, der Exit war okay. Der Roma drückt ordentlich. Das ging schon mal okay. Wie lange das auch dauert? Im ganzen zweiten Sektor. So, gerade zum Schluss sind die langgezogenen Kurven, da konnten wir noch gut Plätze gut machen. Im Rennen wird das schwierig, weil der war gerade beim Exit immer sehr gut und das waren vermutlich auch immer die 2 Sekunden, die ich vor ihm gestartet bin. Ich weiß nicht, warum er nicht unpressured, aber der wird sich mich vermutlich ein bisschen zurechtlegen wollen. Er hat jetzt mal geguckt. Was ich so in der ersten... Ja, ich weiß, sorry. Ja, geht mir viel zu weit. Ja, sag ich ja. Ich hatte hier einen Fehler drin. Der holt direkt auf, ist ja klar. Ich bin da auch noch von Gas gegangen. Weil ich nicht auf jeden Fall keine Disqualifikation will. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Bremrennen ordentlich uns hier, also eben, wenn er vorne fährt. Mein Exit war schlecht, okay, das hätte ich nicht gedacht. Gut, und jetzt kommt vermutlich das Schwierigste natürlich. Wir müssen hinter unserem Rivalen starten. Und das könnte auf jeden Fall mit dem, Tremblay ziemlich schwierig werden. Mein Start.
So, wir sind dran. Wir sind dran an ihn. Und ich habe gerade in der, wie ich einen Thumbnail gemacht habe, gesehen, der hat einfach Senna seinen Helm an. Gucken wir das jetzt mal an. Gucken wir. Was sehe ich jetzt nicht? Das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hat einfach Sennas Helm um. Ist das vielleicht ein Synonym irgendwie für Senna? Ich weiß nicht genau, aber er hat hier einfach for real, das ist Sennas Helm. Das ist Sennas Helm. Und wir haben es geschafft, ihn hier zu überholen, obwohl ich echt einen Shit-Exit hatte unten vor der langen Geraden. Aber der Windschatten-Effekt ist halt hier wirklich enorm. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Was für ein unfassbares Rennen. Ich weiß, Frankreich passt nicht ganz zu Österreich, aber es kommt ja nach Österreich. Also können wir schon ein bisschen eine Vorfreude hier wagen. Wir haben es geschafft, 3 Siege und das war echt nicht easy. Gerade der letzte war ein bisschen schwierig. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Das war wirklich toll. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, der Grand Prix in Österreich war oder ist so spaßig wie das hier. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden die nächsten Tage dann natürlich